für mich wichtig ist und was es mir aber nicht immer gelingt, ist so eine bestimmte Lebensvitalität, Leichtigkeit, Freude mit meinen Farben. Ich glaube, dass wir immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert werden und dass es wichtig ist, dass immer wieder ins Auge zu haben. Also wenn es mir nicht gut geht, dann versuche ich ein Bild mit Farben, die mir einfach gut tun, die mir Freude bereiten. Und hinterher fühle ich mich besser. Hayashis erster Lehrer war ihr Onkel in Mexiko. Heute malt sie im Stil des Expressionismus. Und bei jedem Bild ist es eine Überraschung, wie es am Ende aussieht. Ihre Werke kosten über 1000 Euro pro Stück. Künstler. Ist das also ein Traumberuf? Es gibt Momente, wo ich Blockaden habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht malen. Und da ist es, dann bin ich erstmal mit einem Problem konfrontiert. Und das weiß ich, das ist nur ein Prozess und dass es nochmal wieder kommt. In solchen Situationen macht die 52-Jährige auch einfach mal Pause. Hayashi malt mit Pinsel, Spachtel und mit ihren Händen. Sie benutzt unter anderem Acryl- und Ölfarben. Sie malt in der Mischtechnik. Sie nutzt also immer die Malstile, die für das jeweilige Bild passen. Dann hänge ich die Bilder auf und dann setze ich mich hin oder stehe ich, mache ich mein Täschchen oder einen Kaffee und dann beobachte und da kann ich eine halbe Stunde da einfach hinsetzen oder hin und her laufen, bis ich entscheide, was will ich noch dazu machen. Bei diesen Bildern ist sie sicher. Die sind vollendet.